Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kirby und das magische Garn für die Nintendo Wii. Das letzte Mal haben wir hier in der vierten Welt die Geheiminsel bestritten und ich glaube den Blub-Blub-Ozean. Und in dieser Folge begeben wir uns zu den Tiefen des Ozeans, wo wir, glaube ich, schon wieder eine Delfin-Verwandlung haben, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist meine Lieblingsverwandlung, wie ich schon 200.000 Mal gesagt habe. So. Ich bin sehr gespannt. Oh, und außerdem gibt es hier schöne Musik. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich glaube, die Musik habe ich schon oft genug gelobt. So, hier werden wir einfach gekonnt vorbeischwimmen. Ich glaube, gegen die Gesellen kann ich nicht viel unternehmen. Aber ich kann ihnen ihre Perlen klauen. Na komm, beweg dich. So. Die Vulkane kennen wir ja schon. Aus dem Hitzland. Flop. Wunderbarst. Okay. So, du bewachst da ein paar Perlen. Die möchte ich haben. Geh mal weg da. Oh, ich habe ihn eingesammelt. Das wollte ich nicht. Bonk. So. Okay. Er trägt auch ein paar Perlen mit sich. Zu nah. Ich habe es kommen sehen. Macht nichts. Ich habe alle Perlen wiederbekommen. Oh Gott, ich liebe diese Musik. Die ist voll schön. Und da ist eine Schatzkiste. Na komm. Lass mich vorbei, Mann. Mash, 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 mash. Button mash. Perlen. Dankeschön. So. So war das. Boink. Hihihi. So. Einmal eine Bonus. Bonustafel. So. Ja, komm schon. So. Man muss also erstmal aus seiner Reichweite schwimmen. Das wusste ich nicht mehr. Das habe ich vergessen. Tut mir leid. Ihr müsst mich ja nicht gleich so anschreien. Dankeschön. Dankeschön für das Item, das ich jetzt nicht vorgelesen habe. Da ist ein großer Fisch. Große Fisch. Oh, große Fisch will mich fressen. Hallo. Na? Aber ich lass mich nicht fressen. Oh Gott. Ich lasse die Perlen mal Perlen sein. Was haben wir denn da? Noch mehr Perlen. No. Okay. Okay. Unten lang. Dankeschön. Oh, das will ich haben. Gib her. Da frisst das. Das war nach unten gefeuert. Das war so nicht geplant. Aber da kommt der liebe Herr nicht durch. Und ich bin ein Delfin. Also nicht ich, sondern Kirby. Ich bin doch kein Fisch. So, kann auch so ein bisschen an Land entlang gleiten. Kann sich nicht großartig bewegen, aber zumindest ist man nicht ganz, ganz dingens aufgeschmissen. Ich weiß nicht, ob es wert ist, diese Perlen hier mitzunehmen. Nee, das ist es mir nicht wert. Okay. Wir wollen jetzt erstmal diesem Gesellen hier folgen und dann da unten durch und mitnehmen den Mast. Abenteuer vor See, mitten im Wohnzimmer. Mit diesem Mast ist das möglich. Kaufen Sie jetzt! Und Sie bekommen dieses Handtuch gratis dazu. Und ein Delfin. Für einen Delfin bräuchte man ein ziemlich großes Aquarium. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja. Warum denke ich darüber überhaupt nach? Keine Ahnung. Weil ich komisch bin. So. Ich glaube, das hier hat mir gar nichts... doch, das hat was gebracht. Da möchte ich sogar mir den Aufwand machen und da hochspringen. Wenn ich es dann irgendwann mal schaffen würde. Yes, prima. Ne. Okay. So ist gut. Das ist alles ein bisschen verwirrend hier. Aber ich glaube, immer unten lang zu gehen, ist eine grundsätzlich gute Idee. Das sind nämlich die am schwierigsten zu erreichenden Stellen. Und wie komme ich denn da unten hin? Ach so, hier. Plopp. Und wieder zurück. Nee, halt nicht zurück. Darunter. Haha. Hoho, gib mir die CD. Tiefen des Ozeans. Schöne Musik. Schöne Musik. Und wir haben schon eine Silbermedaille. Ich glaube, so lang ist die Stage gar nicht. Jetzt haben wir nochmal eine kleine Verfolgungsjagd.
Das macht allerdings relativ wenig aus. Wir sind ja... Ah, natürlich. So. Wenigstens nicht allzu viel verloren. Ich glaube, eine Perle oder sowas. Ja. Wir sind ja zum Glück recht flott unterwegs. Oh, die will ich haben. Dankeschön. Geh weg. Hallo. Okay. Oh boy. Und... Jesus. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und ich glaube, das war die Stage schon. Ja, die ist recht kurz. Ah, das könnte ein bisschen zu spät gewesen sein. Ja, das war zu spät. Nee, das war nicht zu spät. Okay, gut. Ich habe die erstaunlich oft erwischt, seit ich hier wieder neu aufnehme. Muss ich mal so sagen. Ich bin besser geworden. Wunderbar. Und wir haben alles bekommen, glaube ich. Oder? Ja, denke schon. Goldmedaille. 113er-Serie. Und die ganzen Schätze. Sehr schön. Ich glaube, damit steht uns der Weg zum Boss jetzt offen. Denke ich. Oder? Flop. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh. New. Oh. Neues Zuhause. Sehr gut. Damit steht uns der Weg offen zu Kappamari. Sehr schön. Wenn das Spiel mich lässt. Dankeschön. Wundervoll. Nein, ich will nicht. Ich würde gerne in zum Boss. Dankeschön. So, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie Kappamari funktioniert, aber ich werde es bestimmt rausfinden. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Bosse fürchterlich komplex sind in diesem Spiel. Oh mein Gott. No. Es ist ein Woll-Oktopus. Okay. Einmal aufwickeln. Ne. Okay, auf die muss ich also aufpassen, so ein bisschen. Ihr seid jetzt so minimal im Weg. Kann ich durch die durchschwimmen? Ah ja, kann ich. Ah, ich verstehe. Ich kann die auch erstmal an den Kopf hauen für ein paar Perlen. Das scheint eine gute Idee zu sein. So, nehmen wir alle mal mit. Donk. Oh, keine Perlen mehr. Na gut, von mir aus. Huch. Jee. Nu. Okay. So, komm mal her. Bip-büp. Weiter aufwickeln, weiter aufwickeln. Yikes. Okay. Kirby, please. Kirby, please. Ah, verdammt. Ich wollte mich nicht erwischen lassen. Natürlich wollte ich mich nicht erwischen lassen. Das wäre sonst ziemlich blöd. So. Jetzt habe ich ordentlich Zeit zum Aufwickeln. Ponk. 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 So. Nein. Kirby, please. Dankeschön. Die sind schneller als erwartet. Huch. Du sollst... Danke. Es reicht ja, wenn ich sie einfach aufwickle. So, na bitte. Oh. Oh! Oh je, jetzt ist er wütend. Na gut. Oh mein Gott! Nu! So. Und. Ich glaube, ich hätte ihn erwischen müssen mit. Oder? Ich glaube schon, ich hätte ihn mit den. Oh, ich glaube, die tun's auch. Je. Okay. Da. Donk. Komm schon. So. Gib mir all deine Perlen. Oh, mehr. Au. Egal. Die sammle ich alle wieder ein. So viele Perlen. So. Hallo. Jetzt macht
wird, glaube ich, wieder dunkel. Jawohl. So, dann schauen wir mal. Nein, ich habe daneben geworfen. Verdammt, wie blöd. Das war ja dumm. Naja, gut. Komm mal her. So. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da oben. Düdüt. Und Bonks. Das war's. Yays. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ah, schön. Yay. Sogar mit Flicken. Und 2572 Perlen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und Schatzkarte. So, ich mag die Zwischensequenzen. Sehr schön. Gut, Frostfadenheim ist die nächste Welt. Allerdings haben wir natürlich noch ein paar Bonus-Stages hier, die wir auch noch erledigen wollen, bevor wir uns an die Minigames machen und dann an die nächste Welt. Ja, ja, ja. Boah. Schätze, Schätze, Reichtümer, ein Schiff. Donk. Sehr schön. Unsere erste Bonus-Stage, Wumpswerft. Ich glaube, die ist ziemlich gemein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist ziemlich einfach, dort seine Perlen zu verlieren. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich dort hinbekommen tue. Wahrscheinlich schon. Ich kenne mich ja. Ich bin ja gut genug. Na gut, schauen wir mal. Achso, es war ein Autoscroller. Ich vergaß. Au. Ich bin gut und werde vom ersten Gegner getroffen, der auf dem Screen ist. Ist doch schön. Wie er Angst hat. So, ich glaube, ich möchte oben lang. Mach da mal kaputt. Dankeschön. Ah, verdammt. Nicht mich kaputt machen. Jetzt weiß ich wieder, warum es so einfach war, hier Perlen zu verlieren. So. Da waren nur Perlen. Oh boy. So. Au. Oh. Nein, ich wollte oben lang. Verdammt. Okay, das war blöd. Na gut. Da oben ist der erste Schatz. Wie komme ich da hin? 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 So komme ich da hin. Hep. Dankeschön. Schatztruhe. Die ist eigentlich nur eine Sparbüchse. Zeige sie lieber. Nicht deinen Piratenkumpels. Schön. Nehmen uns mal so eine Rakete mit. Kann ja nicht schaden. Oh, mitnehmen, habe ich gesagt. Nicht ablegen. Kirby, please. Okay, schauen wir mal. Jawohl. Hoho!
Au! Nein! Nein! Oh, da oben wäre, glaube ich, eine Bonustafel gewesen. Ich verliere so viele Perlen, das ist unglaublich. Nein! Oh, da hat mich die Explosion erwischt. Ich sag's dir, es ist unglaublich leicht, hier Perlen zu verlieren. No, schon wieder, oh mein Gott. So. Komm mal mit hier. Störst. So, ich glaube, ich möchte oben lang. Ja, und das da abziehen. Prima, CD. Hurraland. Schön. Schön, schön. Das finde ich auch ganz wunderbar. Allerdings habe ich viel zu wenige Perlen. Schauen wir mal, was noch passiert. Hey! Okay. Da komme ich noch an ein paar Perlen ran. Poff! Okay. Nein, da hätte ich oben hingemusst. Oh, verdammt! Oh, diese Stage, Mann. Eieiei. Könnte ein bisschen knapp werden mit der Goldmedaille. Mal so sagen. Aber naja, gut. Das nehmen wir mit. Okay. Eieiei. Okay. Nein. Okay. So. Lass mal das hier aufschnüren. Was haben wir da? Noch ein paar Perlen. Hallo. Yeesh. Na gut. Nicht ins Wasser fallen. Okay. Oben lang. Mal wieder. Ich glaube, oben lang ist grundsätzlich eine gute Idee in dieser Stage. Ja. Was war denn da oben noch? Achso, ich verstehe. Nein. Jawohl, prima. Zumindest haben wir schon mal alle Schätze. Angeblich basteln Piraten im Ruhestand tagtäglich an solchen Schiffen. Ja, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Oh, da unten habe ich ganz viele Perlen verpasst. Oh je, und das ist, glaube ich, das Ende der Stage. Du Drecksack! Au! Nein, meine Perlen! Meine ganzen Perlen! Oh boy. Autsch, das funktioniert nicht. Wow. 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 Ja, ich glaube, da muss ich noch mal rein. Oh boy. Ich mag diese Stage nicht sonderlich. Na, ja, zumindest haben wir alle Schätze bekommen. Das heißt, das Wichtigste habe ich ja. Und immerhin eine Bronzemedaille. Oh, meine Herren. Das meinte ich übrigens mit, es ist recht einfach, hier Perlen zu verlieren. Oi. Na gut, dann werden wir das folgendermaßen machen. Ich werde vor der nächsten Folge mir hier noch die Goldmedaille holen. Und, dann werden wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten Bonus-Stage umschauen und die Minigames machen. Denke ich mal. Das klingt nach einem guten Plan, so in meinem Kopf. Und ja, schauen wir mal. Fossilriff, ich glaube, da gibt es auch wieder eine Delfin-Verwandlung. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.